Moin, willkommen in der Garage. Ja, also heute wird nicht geschraubt, weil ich war gestern am Schrauben. Und ich wollte jetzt nur mal kurz berichten, was war, was kommt. Gestern waren wir hier bei dem zweiten Rabeneigroller dabei. Ich glaube, ich stelle nachher nochmal Bilder in den Community-Tab da rein, wie weit wir da gestern gekommen sind. Wir haben den Motor ja zurückgekriegt, da gab es ja schon so ein Short-Video, dass das Ritzel jetzt wunderbar dreht und dieser Sachs-Spezialist auch wohl zugegeben hat, dass eine Scheibe, eine Ausgleichsscheibe zu viel da drin war oder eine zu dicke, wie auch immer, was ja ich und auch alle anderen Beteiligten von Anfang an vermutet haben. Wir hatten den Motor ja einmal zurückgeschickt, da hat er gesagt, irgendwie das gehört alles so und wenn man den mit dem Schraubenschlüssel drehen kann, das Ritzel, dann sei das in Ordnung. Dann kam der Motor so wieder zurück, da habe ich gesagt, so baue ich den nicht ein. Dann wurde er nochmal zurückgeschickt und hin und her und dann hat er wohl den Motor nochmal auseinander und hat dann seinen Fehler bemerkt. Was ich nicht verstehe, sowas kann immer mal passieren. Ich würde nie sagen, dass mir sowas nicht passiert. Sowas passiert mal. Dass man hinterher eigentlich alles auf Leichtgängigkeit prüft, gut. Aber wie gesagt, Fehler passieren. Aber wenn man ihm den Motor schon zurückschickt, dann zuerst mal zu behaupten, das gehört alles so. Also, ich weiß nicht, was das soll. Und beim zweiten Mal hat er es dann in Stand gesetzt. Der Roller ist gestern auch angesprungen. Sogar gut. Nur in 0,2 war die Garage völlig verqualmt und er kam nicht auf Drehzahl. Der lief viel zu fett, fing an zu viertakten und da haben wir dann gesucht und auch schnell die Ursache gefunden. Und zwar hat der ja noch diesen kleinen Messingschwimmer drin und an diesen Messingschwimmern hat man unten zwei solche kleinen Federdrähte dran. Die sind aufgelötet und die greifen, weil die unter Spannung sind, in eine Nut und halten damit die Schwimmer, die Nadel. Und ich habe jetzt leider keinen Schwimmer hier, dass ich euch das mal zeigen kann. Aber und da war eine Seite, war nur noch auf einer Seite dieser kleine Federdraht. Und somit ist der Schwimmer hochgegangen, aber bewegte sich praktisch auf der Nadel, hat die Nadel nicht mitgenommen. Und wir hatten dann den Luftfilter abgenommen und haben gesehen, irgendwie, das lief da gleich alles raus. Gut, da kommt jetzt ein neuer Schwimmer rein, dann ist auch gut. Also wie gesagt, der Motor läuft schon mal und stelle ich euch noch Bilder rein. Ja, dann ich hatte überlegt, ich habe hier einfach zu wenig Platz. So, und da habe ich gesagt, okay, der Elektroroller, den ich ab und zu mal gefahren habe, habe ich gesagt, setz den bei eBay Kleinanzeigen rein, komm. Der Roller war soweit in Ordnung, alles funktionierte, Bremsen, Licht, alles wunderbar. Ladegerät war mit dabei, Betriebserlaubnis war dabei, ein Originalersatzteilkatalog war dabei. Habe ich gesagt, komm, 250 und weg damit. 250 habe ich bezahlt, hatte noch neue Batterien reingesetzt, die ja auch nicht ganz billig sind. Hatte vorne ja noch zwei neue Blinker rangebaut, weil die abgebrochen waren. Bremslichtschalter hatte ich noch erneuert, Tacho hatte ich repariert. Ich fand 250 Euro ist ein fairer Preis. So, und jetzt kommt der Spaß mit eBay Kleinanzeigen. Das ist immer wieder ein Quell der Freude. Der Roller war ja Baujahr 93, die Firma, die den hergestellt hat, gab es nur 2 Jahre, dann sind die insolvent gewesen. Es gibt eigentlich 0 Unterlagen über diesen Roller. Der basierte ja auf dem Derby DS50, da passen also auch alle Teile, die jetzt nicht spezifisch E-Roller sind. Ja, und dann kamen die Leute, ja, wie weit kommt man denn damit? Ich habe es nie ausprobiert, ich habe das Ding hier in der Stadt gefahren. Das Ding hatte auch keine Reichweitenanzeige und auch keine Ladezustandsanzeige. Das Ding hatte nur eine rote LED, die anfängt mal ein bisschen zu flackern, wenn der Akku langsam die Kapazität runtergeht. Und wie das immer so üblich ist, bei diesen habe ich bisher bei allen Elektrodingern gehabt,
man fährt ein paar Kilometer und wenn man dann einmal Vollgas gibt an der Ampel und dann fängt die Lampe schon an zu blinken, schon nach ein paar Kilometer und man kann trotzdem ewig noch fahren. Aber wie gesagt, wie weit man damit gekommen bin, ist, habe ich nie ausprobiert. Ja, und wie weit kommt man denn und bla und tausende von Fragen. Irgendwann kam dann einer und sagte, ja, ich will den Roller haben und habe ich gesagt, ja, gut, müssen wir einen Termin ausmachen und gebe ich dir die Adresse, kommst vorbei, guckst dir das Ding an und wenn du ihn haben willst, nimmst ihn, wenn du ihn nicht haben willst, dann eben nicht. Ja, dann passierte Folgendes. Der schrieb mir dann, ruf mich doch mal an, ich habe auf dieses ganze Geschreibe hier keinen Bock. Und noch irgendwie irgendwelche, weiß ich nicht, unwesentlichen Kommentare und dann irgendwie, ansonsten, er wäre raus. Da habe ich gesagt, gut, wenn du raus bist, wenn du meinst irgendwie, dir ist das zu anstrengend, ein paar Zeilen bei eBay zu schreiben, dann bist du eben halt raus. Dann kam der Nächste, ja, ich komme vorbei, morgen Nachmittag komme ich vorbei und dann so 15 Uhr circa. Da habe ich gesagt, alles klar, wunderbar, passt. Dann schrieb er um 12 am nächsten Tag, er hätte Probleme mit dem Anhänger, da wäre ein Reifen kaputt, er schafft es nicht. Da habe ich noch gedacht, normalerweise hat man für einen Anhänger ein Reserverad, das zu tauschen, 10 Minuten, aber vielleicht hatte er keins, was auch immer. Ich fand es in Ordnung, dass er Bescheid gesagt hat, dass er nicht kommt. Aber danach hat er sich auch nicht wieder gemeldet. Dann kam der dritte Interessent, ja, war ein Mädel mit ihrem Freund, kam vorbei, ja, alles hat angeguckt, ja, wir wollen noch mal überlegen, wir sagen dir morgen Bescheid. Ich sage, ja, alles gut, keine Hetze, jeder soll ja gut überlegen, ob er was kauft oder nicht. Und diese EU-Zigaretten, die immer von selber ausgehen, gehen mir sowas von auf den Sack. Gut. Ratet mal, wer sich am nächsten Tag nicht gemeldet hat. Weil ich habe gesagt, meldet euch bitte vormittags, weil ich habe da noch einen anderen Interessenten, der sich zwar bisher nicht gemeldet hat, aber dann kann ich ihm wenigstens sagen, irgendwie hopp oder top. Ja gut, die haben sich natürlich nicht gemeldet. Dann schrieb der Typ, ich habe meinen Anhänger repariert. Ja, wo ich gesagt habe, schön, aber da habe ich ihm gesagt, ja, dann müssen wir irgendwie einen neuen Termin ausmachen. Danach hat er sich nie wieder gemeldet. Ich weiß nicht, was machen solche Leute? Gut, wie gesagt, ich wollte ja den Roller nicht loswerden, weil er irgendwie kaputt ist oder sonst was, sondern weil Roller nehmen schon mal mehr Platz weg als so ein Mofa. Und der hat ja keinen Hauptständer, sondern nur einen Seitenständer. Und wenn der auch noch schräg steht, dann nimmt er noch mehr Platz weg. Und ich konnte mich ja hier unten kaum noch bewegen. So, dann habe ich gesagt, irgendwie Schnauze voll die Anzeige rausgenommen, weil ich hatte echt keinen Bock mehr, mich mit den Leuten auseinanderzusetzen. Den habe ich jetzt am Vatertag gesagt, ich mache nochmal einen Versuch, ich setze ihn nochmal rein. Gleicher Preis, habe dann noch mal ein paar mehr Details geschrieben, habe dann also auch wirklich noch mal geschrieben, also bitte nicht vergleichen mit irgendeinem aktuellen Roller mit 60 Volt Lithium-Ionen und diesen ganzen neumodischen Motoren, sondern das ist halt ein altes Ding, das ist was für Technikinteressierte oder wenn man im Ort zum Brötchen holen will oder was weiß ich. Allein das Ladegerät wäre meiner Meinung nach schon eine Menge wert gewesen, weil das hat automatisch den Akkutyp erkannt, ob das ein Bleiakku, ein AGM-Akku oder was weiß ich für ein Akku war, hat die Spannung gemessen und. Man konnte über Dipschalter, wenn man das aufschraubt, da war eine Bedienungsanleitung dabei, da konnte man verschiedene Ladekennlinien einstellen. Allein das Ding war schon geil. Aber gut, habe ich also nochmal reingesetzt. Dann kam auch wieder irgendein Idiot, ja, 50 Euro und ich hole ihn gleich ab, wo ich gesagt habe, sowas beantworte ich gar nicht. Die Leute blockiere ich gleich, die gehen mir auf den Sack. Gut, dann kam einer, der war interessiert, ernsthaft. Mit dem habe ich dann kurz telefoniert und der sagte, ja, nee, also er hätte schon ernstes Interesse und er hätte da Bock drauf und er hätte auch noch einen anderen Elektroroller, aber er sagte so, irgendwie im Ort damit rumzufahren und so weiter, da wäre das okay und der Preis wäre ja auch günstig. Ich habe gesagt, ja, alles klar, komm vorbei.
hat er gesagt, schick mal die Adresse, damit ich ungefähr weiß, wie lange ich zu dir hin brauche, weil der kam irgendwo aus Nordfriesland da oben. Habe ich ihm die Adresse geschickt, hat er gesagt, ja, er hat sich das bei Google Maps angeguckt, braucht ungefähr eine Stunde, er wäre am nächsten Tag, es war dann Freitag, um 11 da. Ja, der war Punkt 11 hier, hat sich das alles angeguckt, sagte, ja, ist alles super, 250 €, zack, hat ihn mitgenommen. Das Wetter ist ja bei uns etwas kapriolenhaft, kaum hatten wir den Roller nur auf den Anhänger geschoben, kam hier ein Regenguss runter und ich nur so, keine Jacke angehabt, weil als wir ihn hingeschoben haben, war ja noch alles gut. Das kam wirklich schlagartig. Und ich war innerhalb von Minuten nass bis auf die Knochen. Selbst in den Schuhen, die Socken waren nass. Also Katastrophe. Gut, also der Roller ist jetzt weg. Es sieht jetzt hier doch etwas besser aus, ne? Also ihr seht, man kommt jetzt wieder mal so an das Garagentor ran, ohne hier den großen Kletteraffen machen zu müssen. Ja, für die Peugeot kommen ja die Papiere, die werden mir zugeschickt. Wenn ich die habe, kommt ein Versicherungskennzeichen und dann werde ich mit dem Ding auch mal eine Probefahrt machen. Und ja, ach ja, zu eBay Kleinanzeigen. Ich hatte, obwohl die Garage hier voll war, gedacht, irgendwie war ein Angebot drin. Und zwar fand ich das aus technischen Gründen interessant, eine Super Bravo Zweigang. Da habe ich gesagt, so eine Zweigang, allein die Technik hinten mit diesem Getriebe, das fand ich schon ganz pfiffig und hatte mich einfach interessiert. Die Dinger sind auch selten. Preis war okay, das Ding war halb zerlegt, aber es war fast alles da. Ich glaube, es fehlten nur Kleinigkeiten, die man auch von einer anderen Bravo hätte nehmen können. Notfalls muss man eben halt ein bisschen suchen. Aber die wesentlichen Teile waren alle da, das Ding hatte Papiere. Habe ich den Typ angeschrieben, habe gesagt, wann kann ich denn mal vorbeikommen und wo muss ich hin? Da schrieb er zurück, jederzeit. Weil ich gesagt habe, okay, jetzt weiß ich, wann ich kommen kann, aber wohin weiß ich immer noch nicht. Gut, da habe ich gesagt, habe ich zurückgeschrieben. Ja, wie wäre es mit morgen Nachmittag? Und ich bräuchte dann trotzdem immer noch die Adresse. Da schrieb er zurück, ich kann erst nächste Woche. Wo ich gesagt habe, gut, jederzeit heißt für jeden scheinbar was anderes. Gut, dann habe ich gesagt, alles klar, dann melde ich mich doch Montag nochmal und dann können wir einen Termin ausmachen. Da schrieb er nur zurück, Daumen hoch. Ich gesagt habe, gut, es gibt wortkarge Menschen. Da habe ich ihn Montag angeschrieben, habe gesagt, wie wäre es denn Dienstagnachmittag? Ich kann erst ab Mittwoch. Wo ich gesagt habe, Alter. So, dann habe ich zurückgeschrieben, naja gut, vielleicht wäre es jetzt auch einfacher, wenn du einfach einen Termin nennst, wann du kannst, als anstatt dass ich ständig Vorschläge mache und du immer so sagst, du kannst nicht, so kommen wir ja auch nicht weiter. Daraufhin kam nie wieder eine Antwort. Die Anzeige ist aber nach wie vor die ganze Zeit drin geblieben. Irgendwann war die Anzeige dann raus, er hat sich bei mir nie wieder gemeldet, also ich hätte den Preis bezahlt, ich hätte sie gleich abgeholt, wäre alles okay gewesen, hätte er... Ob er das Ding verkauft hat oder ob er einfach die Anzeige wieder raus... Keine Ahnung. Aber wollen die Leute das dann nicht verkaufen oder was? Gut. Ja, das zu dem Spaß mit eBay Kleinanzeigen. Und es kam ja dann auch immer... Kommen ja immer die Angebote dann immer ganz komisch. Ich habe dann am Samstag ein Angebot gekriegt. Ich habe ja eigentlich gesagt, der Roller soll weg, damit ich hier mehr Platz habe. Aber nun habe ich wieder ein Angebot gekriegt. Für ein günstiges Mofa, zu einem, ich habe es noch nicht gesehen, aber wohl soll komplett sein, Papiere sollen da sein, zu einem relativ günstigen Preis. Eigentlich wollten wir uns heute schon treffen, aber irgendwie hat das dann doch nicht geklappt. Das wird am nächsten Sonntag dann soweit sein, dass ich es entweder kaufe oder nicht. Ich will noch nicht verraten, was es ist, ihr könnt mal ein bisschen raten. Es ist ein relativ seltenes Teil, aber in meinen Augen eigentlich auch eins der hässlichsten Mofas, die jemals gebaut wurden. Also ich musste selber erstmal gucken, wie der mir in Erinnerung rufen, wie das Ding aussieht. Und habe dann auch gesagt, pff, aber auf der anderen Seite, ich glaube, das ist technisch interessant. Und es hat Papier und es ist günstig und dann kann ich ja immer irgendwie nicht widerstehen. Ne? Ja, ach ja, und das Teilewaschgerät funktioniert auch wieder. Die Pumpe, die damals defekt war,
habe ich ja ausgebaut, habe eine neue Pumpe eingebaut, dann lief es ja auch wieder. Die alte Pumpe hatte ich auseinandergenommen, hatte die von Dreck befreit und habe gesagt, leg die mal weg, schmeiß die mal nicht weg. So, und jetzt war es ja letztens wieder so, dass das Teilwaschgerät nicht funktionierte. Dann habe ich die gerade erst getauschte Pumpe wieder ausgebaut, die sauber gemachte alte Pumpe wieder eingebaut. Jetzt läuft es wieder. Gut, also muss ich eben halt alle paar Monate oder Wochen mal die Pumpe einfach austauschen. Das geht ja auch relativ schnell, aber ich habe das Gefühl, ich habe hier nämlich Pinsel und das sind Malerpinsel. Das sind, das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Ups, ja, ich weiß, heute viel Gelaber und wenig Sinnvolles, aber ich habe hier solche Pinsel. Weil der Pinsel, der hier so per Schlauch auf diesen Schwanenhals draufgesteckt wird, der Schlauch ist immer viel zu hart und dieser Pinsel war zu groß, damit kommt man nicht in die Ecken rein. Also habe ich mir hier jede Menge Pinsel besorgt, große, kleine und was weiß ich. Und ich habe das Gefühl, dass diese Pinsel verlieren Haare. Und diese Haare kommen in die Pumpe, wickeln sich um die Welle und dann geht nichts mehr. Meine Vermutung. Und was ich mir mal besorgt habe, Drahtpinsel. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt, aber auf der anderen Seite, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. In Messing und in Stahl, in verschiedenen Größen, wie ihr hier seht. Hier ist nochmal so ein etwas breiterer. Top, kann ich nur empfehlen, mit dem Teilewaschgerät zusammen. Man kommt da viel besser, erst recht mit den kleinen Pinseln, in jede Ecke rein. Und kann da wirklich aus den Ecken, wo man sonst mit den Pinseln und was weiß ich nicht rankommt, wirklich super den Dreck rauskratzen. Ja, das war viel Gelaber zum Sonntag, aber ich wollte euch mal auf den Stand bringen, weil ja nun zum Wochenende auch kein Schraubervideo gekommen ist. Habe ich gedacht, gut, dann sag mal wenigstens so ein bisschen, was kommt. Also, nach bisherigem Stand wird nächsten Samstag kein Video kommen, wenn ich dieses Mofa kaufe, dann wird Sonntag voraussichtlich ein Video dazu kommen. Und momentan sieht das alles ganz gut aus. Wir sind uns einig über die ganzen Modalitäten und dann werde ich Sonntag mal eins der hässlichsten Mofas, die je gebaut wurden, vorstellen. Das war es bis dahin erstmal. Also, das war Neues von dem Sachs-Spezialisten. Ich stelle gleich nochmal Bilder rein. Und vom gestrigen Tag, von wie weit wir da gekommen sind. Und Update eBay Kleinanzeigen. Ihr könnt ja bei uns mal in die Kommentare schreiben, was ihr so bei eBay Kleinanzeigen erlebt. Ich finde es jedes Mal faszinierend, wie viele Idioten das gibt auf der Welt. Aber so ist das nun mal. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.